Wir schauen uns mal den Pietismus an. So, der Pietismus entwickelte sich Ende des 17. Jahrhunderts mit dem Ziel und dem Anspruch, einfach die individuelle Frömmigkeit, die lebendige Beziehung zu Gott in den Mittelpunkt zu stellen. So, das war, der Pietismus war eine der wichtigsten Reformationsbewegungen im Protestantismus. Und wenn man sich das anschaut, spielte die Krankenheilung keine primäre, keine bedeutende Rolle. So, die Krankheit wurde eher als ein Kennzeichen der Liebe Gottes gesehen oder dass Gott einen durch die Krankheit erziehen wollte. Es hatte mehr so eine seelsorgerliche Perspektive. Und man sagte, dass eben gerade die Buße und das Gebet für den Kranken eine ganz wichtige Aufgabe ist. Aber es gab jemanden, zum Beispiel Johannes Christoph Blumhardt. So, der lebte von 1805 und starb dann 1880 in Bad Boll. Der war ein Pfarrer der württembergischen Erweckungsbewegung und ein evangelischer Kirchenlieddichter. So, und er wurde also 1838 zum Pfarrer in Möttlingen, das bei Bad Diebenzell ernannt. Und seine seelsorgerliche Begleitung, der Gottliebin Ditus aus der Gemeinde, das war eine junge Frau aus der Gemeinde, ja, die wurde sehr bekannt. Sie litt an einer unerklärlichen Krankheit, sagen manche. Ich glaube, sie war ganz stark dämonisch besetzt. Fremde Stimmen redeten aus ihr. Er begleitete sie 2 Jahre lang seelsorgerlich, bis sie an einem Punkt Befreiung fand. Und der Ruf von Johann Christoph Blumhardt, Jesus ist Sieger, ist immer noch in aller Munde und so entscheidend. Es ist wie ein Siegesruf. Und ich erinnere mich, wie oft wir das im Gebet auch ausgesprochen haben. Jesus ist Sieger. Ja, und diese Heilung von Gottliebin Ditus, die löste eine Erweckungsbewegung aus in seinem Ort. Zuerst kam 8, 16, 20, 25, hinterher das ganze Dorf kam und wurde erweckt. So, und jetzt kommen wir zur vierten Phase. Das ist die Zeit des Aufbruchs. Und viele sagen, das ist seit dem 19. Jahrhundert. Heilung wurde neu entdeckt. Und ganz besonders nach dem Zusammenbruch des Zweiten Weltkrieges, da gab es dann große Evangelisationen. Die Menschen suchten nach Gott. Und in diesen Evangelisationen, da war natürlich Heilung ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil. Und wir sehen eben hier die unterschiedlichsten Heilungsevangelisten. Da ist gerade in Deutschland Hermann Zeiss, einer der Begründer der Ekklesia-Bewegung, so ein Heilungsevangelist, den Gott sehr, sehr stark gebrauchte. Und ich habe persönliche Erinnerung an die Erzählung meines Schwiegervaters, der dann in den 50er Jahren Pastor, Baptistenpastor in einer Gemeinde war in Wuppertal-Elberfeld. Und er erzählte eben von Hermann Zeiss, der damals eben große Heilungsversammlungen durchführte und wie dann die Christen aus allen Gemeinden dann eben in diese Heilungsversammlung hingekommen sind und wie es Kritik gegeben hat und die Menschen Mühe hatten. Und mein Schwiegervater erzählt dann eben, wie er dann zu seinen Ältesten sagte, nein, wir sollen selber Gott suchen, dass wir selber Heilung erleben. Und so fingen sie also an, mit den Ältesten Gott zu suchen, zu sagen, Herr, lass uns das erleben, was der Hermann Zeiss dort einfach auch erlebt. Lass uns Heilung, Zeichen, Wunder in unserer Gemeinde erleben. Und so passierte das dann auch. Und er erzählte, wie Menschen geheilt wurden von Krebs und von schweren Erkrankungen und wie sie selber Zeichen und Wunder erlebt haben. Ja, es gibt viele Evangelisten und Heilungsprediger. Es gab auch jemanden, der die Dinge entgleist. William Branham, er war ein bekannter Heilungsprediger, aber er verstieg sich in vielen Lehren, die ins Okkulte und Esoterische abgeglitten sind. Oder dann gab es Tommy Lee Osborne, ja, ein Pfingstpastor, Heilungsevangelist, der Gott sehr stark gebrauchte. Dann gab es Catherine Kuhlmann, die einen starken Einfluss hatte auf die charismatische Bewegung bis heute und eben speziell auf Benny Hinn, der eben erzählte, wie er bei einem Gottesdienst 1973 bei Catherine Kuhlmann mit dabei war, inspiriert wurde und er zitiert sie immer wieder.
Und ich erinnere mich an John Wimber, der dann große Konferenzen hier in Deutschland durchführte, an denen ich teilnehmen konnte. Er war der Vertreter des Power Evangelism. So, was war das? Es war eigentlich nichts anderes. Das Wort Gottes wird verkündigt und gleichzeitig wird für Heilung gebetet. Das heißt, diese Power, diese Kraft des Heiligen Geistes, die Zeichen und Wunder hervorbringt, als eine Bestätigung der Verkündigung des Wortes Gottes. Ich glaube, dass es Zeit ist, das wieder neu zu entdecken. Wir sind jetzt in einer neuen Zeit und ich nenne es die Zeit der Heilung. Ich glaube auch, dass es eine Zeit ist, in der eben nicht nur einzelne Pastoren, Prediger, Heilungsevangelisten besonders geistbegabt sind, sondern in der der Herr dich und mich dazu gebraucht, ganz gleich, wo wir sind. Ich glaube, es ist eine Zeit, in der das Heilungsfeuer sich neu ausbreitet, in dieser Zeit, gerade auch in der Corona-Zeit. Wir brauchen das, indem wir Zeugnis geben, das Evangelium verkündigen, aber es nicht dabei belassen, sondern hingehen an die Hecken und Zäune, dort, wo Not ist, Hände auflegen und beten und in dem Gott das Gebet in einer neuen Weise durch Heilung bestätigt. So, diese beiden Seiten der Medaille, predigt und heilt, ich glaube, das ist die Botschaft für uns heute. Verkündige die Botschaft des Evangeliums. Geh hin, gib Zeugnis, da wo du bist, in deiner Familie, an deinem Arbeitsplatz und heile die Kranken, diene den Menschen, die das Gebet brauchen und der Herr wird Zeichen und Wunder tun. Ich glaube, dass sich das ausbreiten wird in dieser Zeit wie ein Flächenbrand. Predigt und heilt. Und das ist der Sendungsbefehl von Matthäus 28. Ich glaube, wir sind in der Zeit, in der dieser Sendungsbefehl sichtbar wird. Geht hin und macht zu Jüngern aller Nationen. Geht hin, verkündigt das Evangelium und dient ihnen. Haltet nicht zurück mit dem, was ich euch gegeben habe. Ich habe euch ausgestattet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Dein Zeugnis, dein Gebet und deine Bereitschaft, dich von Gott gebrauchen zu lassen, wird Wunder hervorbringen. Es ist die Zeit, in der der Herr dich sendet und gebraucht. Und dafür möchte ich dich segnen, für dich beten. Und ich glaube, dass du selber erleben wirst, wie der Herr dich in dieser Zeit vollmächtig gebraucht. Gott segne dich.